Ja, eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön. Freunde, wir haben jetzt 23 Uhr, noch eine Stunde, dann sind wir in Hannover. Eigentlich müssten wir schon in Schwerin sein, aber ich sag nur eins, es hatte einfach BOOM gemacht. Das war nicht lustig, das war gar nicht lustig, weil wir haben leider wegen einem tragischen Unfall anhalten müssen. Kann passieren und ja, jetzt dauert es noch ein Stündchen, Hannover und dann ab ins Hotel, morgen früh 5:30 Uhr raus und kurz vor 10 Schwerin. That's it, ich melde mich gleich wieder aus dem Hotel. Zehn Minuten nach 3 nachts, mitten in der Nacht in Schwerin, wo ich noch nie war. Das waren jetzt 13 Stunden. Krass. So kann es passieren. Die Deutsche Bundesbahn konnte dieses Mal nichts dafür. Und, aber im Großen und Ganzen, mir fällt nichts mehr ein. Ich bin total am Arsch. Ich merk's. Total am Arsch. Das ist bei mir so die Zeit, wo ich langsam aufblühe. Nein, das ist die Zeit, wo ich normalerweise schon seit 5 Stunden im Tiefschlaf liege. Deswegen werden wir jetzt nämlich Folgendes machen. Ich ziehe mich aus. Dann kommt mein Ritual. Du hast noch 10 Sekunden. Ah, und? Gut. Noch was zu sagen? Nein. Gute Nacht. Jetzt aber. Die nächste Stunde. Oh, geht schon los? Geht schon los. Schon. So, wir haben 9:35 Uhr, da öffnen uns jetzt unten mit dem Baustellencoach. Den müsst ihr mal gucken, der ist sehr, sehr geil. Und dann geht's ab in die Halle und dann heißt Feuer frei. Mein erster Auftritt müsste um 11:30 Uhr, 12 Uhr sein. Dann sind es 3 Auftritte. Und ich freue mich jetzt einfach mal schon drauf, dass ich hier Leute kennenlerne aus Schwerin. Warum? Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, wo Schwerin liegt. Bei Berlin, ne? Wo? Bei Berlin. Irgendwo bei Berlin, aber ziemlich weit weg von Berlin. Da gibt es 2 Schwerins anscheinend. Und dann ist es ja auch nicht so weit weg von der Nordsee, oder? Da sind wir hier. Gell? Da sind wir hier. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterfahren, können wir schwimmen gehen. Richtig. Alter, komm ich rum, oder? Hallo, 1, 2, 3, Freunde. Nicht zu nah, zu nah. Ich habe es die ganze Zeit hier dran gehabt. Das war etwas schmerzhaft. Deswegen habe ich es, Achtung, das war etwas schmerzhaft. Hi Freunde, ich habe die ganze Zeit das Mikrofon hier gehabt, weil ich keinen Tisch an habe. Das war jetzt, glaube ich, keine so gute Idee. Aber, Freunde, Tag 1, Stunde 3. Ihr hört draußen Dirk. Ich bin gleich dran. Rieche hervorragend, frisch gewaschen. Hast du Deo? Ich habe Deo. Oh, das riecht so geil. Alter, ich muss jetzt gleich raus, muss mich jetzt vorne vertragen lassen und dann geht's ab auf die Bühne. Mein erster Auftritt ist immer das Spannendste. Warum? Weil ich nicht weiß, wie das Publikum reagiert. Aber ich werde dann ordentlich Feuer machen und werde eine schöne Party feiern, sodass die richtig viel Spaß haben. Jedes Mal. Und wisst ihr, wer den meisten Spaß hat? Ich. Jetzt kommt 3 Sekunden noch. 1, 2, 3 und los geht's. Ich habe gleich meinen zweiten Auftritt und ihr hört ja, die applaudieren wegen mir. Die wollen, dass ich jetzt endlich rauskomme, weil die sind jetzt nämlich gerade im sogenannten Suppenkoma. Das Suppenkoma kann ich verstehen. Ja, aber sie sind jetzt begeistert, weil ich jetzt demnächst rankomme. Freunde, es hat nicht ganz geklappt mit dieser alle Stunde eine Minute. Aber wir waren gut dabei. Wir waren gut dabei, aber es war einfach viel zu tun, weil wir sehr viele Gespräche geführt haben zum Thema, wie bekomme ich ein Sixpack, wie bekomme ich schöne, schlanke Oberschenkel. Also auf dem Bild, das wir vorhin gemacht haben, sahen die Bauchmuskeln aber ein bisschen... Ja, das war, weil es anaboles Licht war. Da kommt, und man noch ein. Das müssen wir einblenden, oder? Ja. Unbedingt einblenden. Also Achtung, jetzt! Ja, das war geil, oder? Ja, und was ist jetzt? Es ist schon wieder, wow, 8:45. Und wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Tada! Tubes Workout, Freunde. Tubes Workout. Was noch machen? Und zwar ordentlich einen abpumpen. Und dann geht's ab in die Kiste, oder? Ja, und ich mache noch ein paar Filmchen. Er wird noch Filmchen machen. Ich gehe ab in die Kiste. Warum? Ich bin ein alter Sack. Ich brauche heute Nacht 2 Stunden mehr Schlaf. Wie viele Sekunden haben wir noch? Wir haben schon 1:03. Oh, das war's schon. Aber jetzt gibt's Training. Jetzt gibt's Training. Könnt ihr sowieso zugucken gleich noch ein bisschen, oder?